Rapster, das ist ein umweltfreundlicher Kraftstoff für Maschinen und Traktoren zur Waldbewirtschaftung. Der Name setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Bei Rapster handelt es sich nicht um einen neuen Hip-Hop-Star, sondern Rapster ist ein Kunstwort, das sich zusammensetzt aus Rapsölkraftstoff und Harvester. Rapsölkraftstoff ist ein Biokraftstoff mit hohem Treibhausgaseinsparungspotenzial. Ein Harvester ist eine Erntemaschine, die im Forst eingesetzt wird. Bei dem Forschungsprojekt, das mit rund 430.000 Euro vom Bayerischen Staatsministerium gefördert wird, haben sich die Verantwortlichen bewusst für den gelben Rohstoff entschieden. Rapsölkraftstoff ist der Kraftstoff, der ein hohes Maß an Umweltverträglichkeit mitbringt. Und die ist ja besonders gefordert im Forst. Das heißt, der Kraftstoff ist klimaschonend. Weit über 80% der Treibhausgasemissionen werden eingespart. Und er ist hochbiologisch abbaubar. Das heißt, wenn zu einer Leckage kommt, haben wir keine Schäden im Erdreich zu erwarten. Dieser Kraftstoff ist als nicht wassergefährdend eingestuft. Derzeit laufen bereits die ersten Tests am Technologie- und Förderzentrum in Straubing. Dennoch befindet sich das Projekt des Rapsters noch in der Anfangsphase. Wir haben aktuell ein Forschungsvorhaben gestartet. Das heißt, wir müssen jetzt erst was erarbeiten. Und das tun wir gemeinsam mit verschiedensten Kollegen in Kaiserslautern bei der Firma John Deere wird eine Anwendung für Rapsölkraftstoff in einem modernen Motor der Abgasstufe 4 entwickelt. Das heißt, die komplette Abgasnachbehandlung, wie sie heute gefordert ist, wird auf diesen Kraftstoff abgestimmt und das Verbrennungsverhalten, Leistung, Emissionen ist eben entsprechend wie bei Dieselkraftstoff. Und diese Motorapplikation nehmen wir dann in diesen neuen Harvester rein, um sie dann in der Praxis zu testen. Generell hier am Traktorenprüfstand geht es darum, dass wir eben von Maschinen, die mit Rapsölkraftstoff betrieben werden, hier jetzt in dem Fall speziell Traktoren, dass wir gucken, ist die Leistung in Ordnung, ist der Kraftstoffverbrauch in Ordnung und ein wichtiges Thema sind auch die Emissionen in Ordnung, sind die Schadstoffemissionen so, wie sie auch vor 500 Betriebsstunden waren, als die Maschine das letzte Mal da war, hat sich irgendwas verändert, um letztlich am Schluss auch die Aussage treffen zu können, Biokraftstoffe sind umweltfreundlich und funktionieren auch einwandfrei. Ein Harvester könnte pro Jahr rund 75 Tonnen Kohlenstoffdioxid einsparen, wenn er mit dem Rapsölkraftstoff in Betrieb ist. Derzeit arbeiten die rund 90 Mitarbeiter am TFZ noch an Möglichkeiten, um ähnliche Eigenschaften wie bei fossilen Brennstoffen zu erreichen. Die besondere Herausforderung bei dieser Anwendung sind die tiefen Temperaturen im Forst, mit denen wir es zu tun haben. Minus 25 Grad Celsius können keine Seltenheit sein. Das heißt, wir müssen den Kraftstoff anpassen. Das können wir zum Beispiel durch Additive tun, können aber auch am Kraftstoffsystem des Harvesters arbeiten. Durch Änderung der Leitungsquerschnitte, durch die Positionierung der Leitungen an motornahen Bereichen oder eben auch durch geschickten Einsatz der Standheizung. Zum Einsatz kommt der umweltfreundliche Vollernter dann in Wäldern rund um München. Bereits im Frühjahr soll der erste Harvester in Kirchroth umgebaut werden. Denn mit Raps läuft's wie geschmiert.